5 Tipps für alle BWL-Erstsemester. Hi, du startest jetzt in dein BWL-Studium oder in dein Wirtschaftswissenschaften-Studium oder dein VWL-Studium oder dein International Business Administration-Studium, was auch immer, irgendwas mit Wirtschaft. Und du hast hohe Ziele. Du machst das Studium nicht, weil du nicht wusstest, was du sonst machen sollst. Und deine Eltern haben mir gesagt, ja, jeder, der nicht weiß, was er machen soll, studiert BWL. Und dann hast du angefangen, BWL zu studieren. Sondern du hast bereits ein wirtschaftliches Interesse vielleicht schon früher gehabt. Du hast vielleicht auch Karriereambitionen. Du möchtest irgendwie zum Beispiel später bei einem großen Unternehmen arbeiten, in einer Managementposition. Du möchtest dein eigenes Unternehmen gründen. Du möchtest zu einer Bank, zu einer Unternehmensberatung. Und du weißt, du möchtest hoch hinaus. Und dementsprechend hast du jetzt dein BWL-Studium angefangen und bist auch ambitioniert bei der Sache. So, und dann bist du hier auf diesem Kanal genau richtig, weil auf diesem Kanal geht es um genau darum, wie nutzt du dein BWL-Studium perfekt, wie kannst du dir richtig gute Karrierechancen aufbauen und so weiter und so fort. Das heißt, falls du neu bist, gerne mal hier diesen Kanal abonnieren. Und auch ansonsten wird dir dieses Video hier sehr weiterhelfen, denn in diesem Video geht es genau darum, wie nutzt du den Start ins Studium ideal? Was sind so 5 Tipps für den perfekten Start ins BWL-Studium? Und ich habe das Ganze unterteilt in die 5 wichtigsten Themen, die du am Anfang von deinem BWL-Studium beachten musst. Und wir fangen an direkt mit dem ersten Themenblock, und zwar dem Block Noten. Ja, wie kriegst du es hin, sehr, sehr gute Noten direkt im BWL-Studium zu schreiben? Daraus kann ich selber aus meiner Erfahrung ein bisschen was erzählen. Ich hatte nämlich selbst sehr, sehr gute Noten in meinem Studium, auch von Anfang an geschrieben. Ich war direkt nach meinem ersten Semester auf der Dienstliste der Goethe-Uni. Das ist die Ehrung der Top 5%. Also ich war jetzt nicht der absolute Überflieger, aber ich hatte schon sehr, sehr gute Noten in meinem Studium. Und inzwischen bin ich auch bei uns im Coaching-Team verantwortlich für das Thema Noten und wir betreuen aktuell knapp 1000 Studierende in Coaching-Programmen. Und da habe ich auch wöchentliche Calls mit den Leuten, wo ich Feedback gebe, wie sie lernen, irgendwie irgendwas zu optimieren und so weiter und so fort. Das heißt, da kann ich dir ein paar Sachen zu sagen. Und das Wichtigste ist, was du beim Thema Noten beachten musst, ist, dass du nicht denken darfst, dass du, so wie du im Abi gelernt hast, jetzt auch einfach im Studium lernst und es super klappen wird. So wird es nämlich nicht funktionieren, sondern du musst deine Lerntechniken, wenn du ins Studium kommst, ziemlich überarbeiten. Das ist eine Sache, die manche Leute ziemlich schmerzhaft lernen, andere Leute lernen es direkt von Anfang an, aber dir muss halt bewusst sein, hey, das Studium verläuft anders. Und wie verläuft das Studium? Das Studium verläuft so, dass es am Ende vom Semester halt einfach eine Klausur gibt und die alleine entscheidet darüber, was du für eine Note hast. Das heißt, der wichtigste Tipp für das Thema Noten, dann gehe ich auch noch auf andere Punkte ein, ist, dass du es hinbekommen musst, diese Klausur sehr gut zu bestehen. Logisch, toller Tipp, ne? Stellt sich die Frage, wie bekommt man das hin? Meine Erfahrung ist folgende: Du musst es hinbekommen, 2-3 Wochen vor der Klausur den gesamten Stoff schon perfekt zu beherrschen, sodass du dann die letzten 2-3 Wochen vor den Klausuren nur noch wiederholen kannst. Nur noch wiederholen, Altklausuren hoch und runter rechnen. Die Altklausuren kannst du dir zum Beispiel über Internetforen meistens organisieren oder über höhere Semester. Nur noch hoch und runter rechnen, sodass du in der Klausur, wo du eine sehr starke Zeitbeschränkung hast, ja, in der Klausur ist anders wie im Abitur, da wirst du nicht irgendwie eine halbe Stunde vorher fertig sein, sondern du wirst da bis zur letzten Sekunde vermutlich schreiben müssen und du hast nicht Zeit zu überlegen. Das heißt, jede Antwort muss wie aus der Pistole geschossen kommen und dafür brauchst du eben diese Routine. Und damit du das hinbekommst, musst du eben 2-3 Wochen nur noch üben, üben, üben. Und üben, üben, üben geht aber nur, wenn du 2-3 Wochen vor den Klausuren schon den gesamten Stoff perfekt beherrschst. Und um das hinzubekommen, musst du anfangen vorzulernen, weil die Klausuren, die Vorlesungen, die gehen ja bis zum Tag vor den Klausuren regelmäßig. Und wenn du einfach nur die Vorlesung besuchst, da mitmachst, wirst du nicht den gesamten Stoff schon 2-3 Wochen vor den Klausuren beherrschen. Das heißt, meine Empfehlung ist, organisiere dir die Skripte und lerne selbstständig, zum Beispiel in der Unibib oder bei dir zu Hause, mach die Übungen selbstständig und. Und geh natürlich ab und zu mal in eine Vorlesung, um sicherzustellen, dass du noch up-to-date bist, dass du da jetzt nicht völlig verkehrt lernst sozusagen. Aber das ist erstmal das Wichtigste, dass du sagst, okay, du lernst vor, damit du früher als alle anderen den gesamten Stoff drauf hast und anfangen kannst zu wiederholen. Das ist jetzt erstmal der wichtigste Tipp zum Thema Noten. Machen wir weiter mit dem zweiten Tipp,
Der zweite Tipp, der ist zum Thema ehrenamtliches Engagement. Hast du vielleicht schon von gehört, dass es wichtig ist. Ne? Es gibt verschiedene studentische Initiativen deiner Uni. Man kann sonst noch irgendwelche Sachen machen. Das ist halt wichtig, zum Beispiel, um dich auf Stipendien zu bewerben. Aber es ist auch wichtig, zum Beispiel, um den Lebenslauf vor allem am Anfang vom Studium mal ein bisschen zu füllen und sich dann bessere Praktika zu sichern. Der Tipp dazu, den ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist, dass du dich nicht zu sehr in den Initiativen verzettelst, weil da gibt es ein paar Leute, die sich da ziemlich wichtig fühlen, die dann denken, irgendwie sie sind die Allerwichtigsten in ihrer studentischen Initiative, sich da total aufplustern und sich halt in der studentischen Initiative total verlieren, voll aus den Augen verlieren, dass man ja auch noch sehr gute Noten schreiben muss, voll aus den Augen verlieren, dass man ja eigentlich Praktika machen muss und dann irgendwie nur für diese studentische Initiative leben, so ihr eigenes Machtstreben da in dieser kleinen Initiative irgendwie ausleben. Und von den Leuten lässt man sich leicht anstecken, weil die irgendwie dann da in ihrer Initiative voll Macht haben und dann sagen, du machst das, du machst das, du machst das, und dann kuscht man da natürlich als Erstsemester. Und da würde ich einfach dir empfehlen, pass da auf, hab da immer ein waches Auge darauf, dass du dich nicht zu sehr in solchen Initiativen, vor allem für diese studentischen Initiativen gilt das, verzetteln lässt. So, dritter Punkt ist das Thema Netzwerken. Ja, ist auch ein sehr wichtiger Punkt, den man im ersten Semester oder im ersten Jahr vom BWL-Studium machen sollte, und dazu ein wichtiger Tipp: guck, dass du am Anfang in den ersten Wochen vom Studium die richtigen Leute kennenlernst. Ja, für jeden von uns sind die richtigen Leute andere Leute, logischerweise, aber ich gehe jetzt davon aus, dass du dir dieses Video anschaust, weil du halt ambitioniert bist, dass du hohe Ziele hast, und in deinem Fall sind dann die richtigen Leute halt auch andere ambitionierte Leute, wie du sie zum Beispiel bei uns bei Pumpkin finden würdest. Ja, wir haben inzwischen, ist es regelmäßig so, dass irgendwie jetzt 20, 30, 40 Leute von uns an einer bestimmten Uni anfangen und sich halt davor schon kennen. Das ist natürlich cool, wenn du dieses Netzwerk schon hast. Und falls du dieses Netzwerk nicht hast, weil du noch nicht bei Pumpkin bist, dann guck halt sonst, dass du durch Gespräche herausfilterst, zum Beispiel, wer ist bei Pumpkin, dass du dich den Leuten anschließt, dass du sonst halt guckst, wer hat sonst noch hohe Ziele, und dass du halt guckst, dass du mit diesen Leuten abhängst, weil die Leute, die du in den ersten Wochen von deinem Studium kennenlernst, in den ersten Wochen im Mathe-Vorkurs und dann auch in den ersten Wochen von den Vorlesungen, die werden schon mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch so deine engen Freunde für den Rest von deinem Studium sein. Das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich habe genau mit den Leuten, die ich in den ersten Wochen kennengelernt habe, auch mein restliches Studium eng verbracht. Da sind nur sehr wenige Leute hinzugekommen, nochmals neu. Auch bei allen anderen irgendwie, die ich sonst so kenne, von uns aus dem Studium oder von den Coaching-Leuten, so die Gruppe, die sich da am Anfang zusammengetan hat, das bleibt dann auch die Gruppe. Und wenn das dann halt Leute sind, die keine hohen Ziele haben, die nicht sagen, okay, ich will auch pushen, dann wirst du halt automatisch weniger pushen, als wenn das die mega motivierten und mega ambitionierten Leute sind, die dich dann mit hochziehen. Ja, und das ist halt wirklich wichtig, weil du willst halt nicht als jemand Ambitioniertes in einer Freundesgruppe sein, die komplett unambitioniert ist, was ja weder besser ist noch schlechter ist, aber ihr habt halt unterschiedliche Ziele, und es ist halt doof für dich, wenn dann deine Freunde, für die das völlig selbstverständlich ist, dass man nach der Vorlesung erstmal auf die Wiese geht, ein bisschen Frisbee spielt und ein paar Bier trinkt, versus du würdest eigentlich am liebsten in die Bib gehen, die Vorlesung nachbereiten, dich auf den nächsten Tag vorbereiten, noch bis 20, 21 Uhr lernen. Und die schauen dich voll verrückt an, und dann musst du dich halt entscheiden, mache ich jetzt meine Freunde happy oder ziehe ich meine Ziele durch? Das ist halt einfach doof. Und das ist halt cool, wenn man Freunde hat an der Uni, die halt die gleichen Ziele haben wie man selbst. So, das ist der Punkt zum Thema Netzwerken. Vierter Punkt, vierter Tipp ist zum Thema Stipendien. Auch ein wichtiger Punkt. Vor allem im ersten Jahr vom Studium sollte man halt sich auf Stipendien bewerben, wenn man das Zeug dazu hat, weil je länger du so ein Stipendium bekommst, desto besser, ne? Desto eher kannst du von der finanziellen Förderung profitieren, desto eher kannst du vom Netzwerk profitieren, von der ideellen Förderung und. Und viele Leute trauen es sich leider nicht zu, sich auf Stipendien zu bewerben. Und da ist jetzt mein Tipp: guck mal, dass du eine saubere Einschätzung bekommst, ob du dich auf Stipendien bewerben kannst und falls nein, was du machen musst. Weil es gibt immer zwei Extreme. Die einen überschätzen sich total, denken, sie sind total krass und könnten sich easy auf jedes Stipendium bewerben, obwohl sie halt wirklich nicht krass sind. Und dann bekommen sie halt logischerweise eine Absage und dann können sie sich später nicht nochmal bewerben, weil du dich bei vielen Stipendien nur einmal bewerben kannst. Und andere Leute haben eigentlich voll das Zeug dazu, ein Stipendium zu bekommen, denken aber, sie könnten sich nicht drauf bewerben, weil sie kein 1-0-Abi haben, weil sie ja nicht ganz so viel Engagement haben wie noch irgendjemand anders, den sie kennen und. Und da gibt es meistens zwei Extreme,
Und was ich dir empfehlen kann, ist, dass du dich in so einem Fall einfach mal uns kontaktierst, zum Beispiel mir einfach mal auf Instagram schreibst, mir auf LinkedIn schreibst oder dich einfach bei uns auf der Webseite einträgst, weil wir haben da auch ein ziemlich umfangreicher Part von unserem Coaching, geht tatsächlich darum, sich auch Stipendien zu sichern. Da haben wir einen extra Coach dabei, den Nuri, mit dem findest du auch einige Videos hier auf YouTube. Und der kümmert sich eben darum, seit inzwischen 2 Jahren, dass halt die Leute mit uns sehr, sehr gute Stipendien bekommen. Und da kannst du halt eine super Einschätzung bekommen. Kannst du dich schon auf ein Stipendium bewerben? Auf welches Stipendium kannst du dich bewerben? Und falls nein, was musst du machen, um ein Stipendium zu bekommen? So, das ist der Punkt zu den Stipendien. Und der letzte Tipp gilt dann auf die Praktika, das heißt Tipp Nummer 5. Erstmal musst du verstehen, dass Praktika die wirkliche Währung des BWL-Studiums sind. Noten sind schön und gut, aber sind nur ein Mittel zum Zweck, um Praktika zu bekommen. Am Ende des Tages gucken die Firmen einfach auf dein CV, was da für Praktika drauf sind. Und es ist ein klarer Vorteil, wenn man direkt im ersten Jahr vom Studium schon die ersten Praktika bekommt. Ich selbst habe zum Beispiel auch direkt nach meinem ersten Semester mein erstes Praktikum gemacht, nach meinem zweiten Semester mein zweites Praktikum. Und das hat mir halt super weitergeholfen, weil in meinem zweiten Praktikum waren halt auch Leute, die waren irgendwie schon im Master und so weiter. Und ich war da halt noch nach dem zweiten Semester. Das ist halt super cool, wenn du direkt so einen Headstart bekommst. Und das gilt auch für die ganzen Leute bei uns in den Coaching-Programmen. Findest du auf unserer Website auch ganz viel Erfahrung zu, wo Leute irgendwie sehr, sehr früh sehr, sehr gute Praktika bekommen haben. Irgendwie bei M&A-Boutiquen, teilweise sogar bei größeren Investmentbanken, bei Strategieberatungen, bei anderen Beratungen, bei Startups und so weiter und so fort. Und das macht halt vieles leichter. Und was da halt sehr wichtig ist, das ist jetzt mein Tipp zu dem Thema Praktika, ist, dass wirklich auch sehr entscheidend ist, dass du die richtigen Unternehmen auswählst. Weil es bringt dir nichts, wenn du ein Top-CV hast, es bringt dir nichts, wenn du Top-Anschreiben hast, es bringt dir nichts, wenn du dich super in Bewerbungsgesprächen verkaufen kannst, wenn du dich einfach bei den falschen Firmen bewirbst. Ja, wenn entweder die Firmen nicht passen zu deinen Zielen und dich bei irgendwelchen Random-Firmen bewirbst, wo ein Praktikum zwar schön und gut ist, aber dir eigentlich nichts für deine Karriere bringt, oder wenn du dich halt direkt nach dem ersten Semester bei Goldman Sachs und McKinsey und so weiter bewirbst, wo du halt logischerweise eine Absage bekommen wirst. Das heißt, gucke, dass du die richtigen Unternehmen auswählst. Wir haben da bei uns zum Beispiel intern ganz klare Listen mit hunderten Unternehmen, die klar geratet sind, wo du genau weißt, mit dem Profil kann ich mich da bewerben, mit dem Profil kann ich mich da bewerben. Und so etwas ist halt ein großer Vorteil, weil wenn du 20 relevante Unternehmen hast, wenn du 30 relevante Unternehmen hast, da müssen deine Bewerbungsunterlagen nicht mal komplett perfekt sein, aber du wirst halt trotzdem relevante Interviews bekommen. Wenn dann auch deine Bewerbungsunterlagen perfekt sind, was natürlich auch nochmal ein wichtiger Tipp ist, wenn dann nochmal deine Performance in den Interviews perfekt ist, was auch nochmal ein wichtiger Tipp ist, dann kannst du halt wirklich dir sehr, sehr gute Praktika sichern. Und mein abschließender Tipp, mein 6. Tipp sozusagen, obwohl es eigentlich nur 5 Tipps waren, ist wirklich, guck, dass du zumindest ausreichend Zeit in diese Praktikumsbewerbung reinsteckst, weil die Praktika sind wichtiger als die Noten, wichtiger als Engagement, wichtiger als Stipendien und. Wenn du geile Praktika bekommst, kannst du in den anderen Punkten auch deutlich schlechter performen und meistens ist halt so, dass du für eine saubere Praktikumsbewerbung vielleicht 20, 30, 40 Stunden reinstecken musst in so eine komplette Runde, nicht für eine Bewerbung, sondern da reinstecken, um dir ein Praktikum zu sichern und so viel lernst du ja pro Woche. Also du machst jede Woche so viel, wie du einfach einmal reinstecken musst, um ein gutes Praktikum zu bekommen. Das heißt, mach nicht den Fehler, nur 2, 3 Stunden reinzustecken in diese Praktikumsbewerbung, dafür voll viel Zeit in irgendwelche Initiativen zu verbringen und zu lernen, sondern guck, dass es ein sauberes Verhältnis hält und dass du halt auf jeden Fall möglichst früh deine ersten relevanten Praktika bekommst, weil das wird dir auf deinem weiteren Weg sehr vieles erleichtern und kann auch dafür sorgen, dass du zum Beispiel schon nach dem Bachelor einsteigen kannst, dass du einen Master optional machen kannst, dass du dir den Master wirklich aussuchen kannst und nicht mehr auf den letzten Drücker dann noch irgendwelche Praktika reinquetschen musst, weil das ist dann meistens ein bisschen stressig und muss einfach nicht sein. Das waren die 5 Tipps aus diesem Video. Wenn du jetzt, wie gesagt, anfängst mit deinem BWL-Studium, wenn du hohe Ziele hast, vor allem im Bereich Investmentbanking, Strategieberatung, Private Equity, dann trag dich gerne mal bei uns auf der Webseite ein. Wir können dir da super helfen. Wir haben da schon sehr, sehr vielen Leuten vor dir geholfen. Wir haben vermutlich auch viele Leute von deiner Uni mit bei uns dabei. Und es ist einfach eine Win-Win-Situation. Du profitierst davon, die Firmen profitieren davon, wir können davon profitieren, wenn du bei uns dabei bist, weil wir immer mehr coole Talente bei uns versammeln können. Von dem her, trag dich einfach mal ein, hör dir das mal an, was wir dir anbieten können. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht auch bald im Rahmen von einem unserer Coaching-Calls persönlich kennenlernen können. Das war's mit dem Video. Ich freue mich wie immer über einen Daumen hoch, wenn du den Kanal abonnierst. Und dann bis zum nächsten Mal. Viele Grüße, dein David.